Steht Weihnachten an? Habe ich Weihnachtsgeschenke auszupacken? Oder was ist da drin? Ja, das erfahrt ihr in diesem Short Video Review über Schutzhüllen. Es geht um Schutzhüllen von dem lieben Manuel von Sammlerschutzhüllen.de. Wenn ihr all meine Pickups so ein bisschen beobachtet habt, habt ihr gesehen, dass ich auch sehr viel Retro-Spielzeug mir gekauft habe. Oftmals mit Boxen oder auch Videogames in schönen Boxen. Nur so einfach hinstellen könnte ich sie auch. Ich nehme als Beispiel jetzt mal meinen Piranha. Den habe ich endlich mal ein Mask mit Verpackung gefunden. Ja, den Karton, natürlich kann ich ihn so mir hinstellen, aber er hat ja schon seine Jahre bekommen und ich möchte ihn ja auch erhalten noch ein paar Jahre und da ist eine Schutzhülle doch ideal. Und darum geht es auch wieder in diesem Video. Ich habe schon mal eins gemacht, ist auch hier verlinkt, weil mir das auch ein bisschen am Herzen liegt. Der Manuel macht die alle individuell anfertigen und ja, das Besondere ist eben halt, dass es doch wichtig ist, seine Toys, sage ich mal, so schützen. Muss nicht alte Sachen sein, können auch neue Sachen sein. Alles ist offen, aber oftmals, aus eigener Erfahrung kann ich sagen, denkt man manchmal über diese Art Schutz gar nicht nach. Ich sag mal so, man spart manchmal am falschen Ende. Ich weiß zum Beispiel, viele geben sehr viel Geld aus für großes, für ein tolles Heimkino, für einen super Verstärker, für einen klasse Beamer, DVD, Blu-ray, Fernseher. Aber wo wird gespart oftmals? An den Kabeln. Und das kann auch Qualitätsverluste ausmachen, wenn man dort schlechte Kabel benutzt. So, das ist nur ein Beispiel, aber es ist eigentlich auch wichtig, darauf hinzuweisen, finde ich, denn viele denken da nicht dran. Ich habe auch nicht dran gedacht am Anfang, über Sammlerschutzhüllen nachzudenken. Mittlerweile finde ich sie großartig. Ich müsste wahrscheinlich noch viel mehr einboxen, aber manches ist verpackt und da komme ich gar nicht ran. So ist es auch geschützt. Aber wenn man sie im Regal präsentieren möchte oder auch überhaupt den Wert noch ein bisschen länger halten möchte, ist das gar nicht so schlecht. So, und ich habe diese Hüllen, wie gesagt, angefertigt bekommen. Der Manuel hat sie mir zugeschickt und also wie gesagt von Sammlerschutzhüllen.de, geht auf diese Seite, dort findet ihr auch eine Übersicht, was es was er so macht und was er gemacht hat. Individuell werden diese Boxen angefertigt. Ihr messt einfach euer Toy nach. Länge, Breite, Tiefe, eben halt die Maße, die gebt ihr ihm dann an. Am besten noch ein Foto mitschicken, denn das ist gar nicht so schlecht, damit er auch weiß, wo er entsprechend bei diesen Boxen, ich zeige es euch gleich, die Öffnung hinbaut. Er betrachtet das ganz gerne natürlich als, damit er auch weiß, um welches Produkt es sich handelt und das erleichtert einiges. Ja, wie soll ich sagen? Dadurch, dass ich aber diesmal aus Versehen keine Informationen jetzt gefunden habe, zu welchen meiner Boxen diese Hüllen gehören, werde ich so ein bisschen suchen und ein bisschen versuchen zusammenzubauen. Ich habe auch nicht alles hier, was in Hüllen gehört. Ich weiß, dass hier drin wahrscheinlich noch ein paar Hüllen sind, deswegen diese wird dort drin sein, vermute ich mal. Und deswegen, das schauen wir uns dann auch an. Und zwar werde ich ein bisschen probieren. Ich weiß zum Beispiel, er hat auch ein paar Hüllen gemacht für einige Switch Special Editions. Die habe ich jetzt auch nicht oder habe ich hier nicht vorne vertreten. Deswegen werden wir mal so einfach versuchen, ein bisschen ins Blaue zu raten, was wir hier haben. Die kleineren Sachen vermutlich sind da drin, weil hier sind nur größere. Somit gehe ich einfach mal. Ich gucke einfach mal, ob dies dabei ist. Hier habe ich Shadow of the Beast 2 für den Amiga. Ein klasse Spiel, großartig. Von, ist ja auch 88, also auch schon 20 Jahre alt. Und das macht sich sicherlich sehr, sehr schön in einer Hülle. Jetzt muss ich natürlich gucken, welche Hülle könnte passen. Die passt nicht. Die passt auch nicht.
Hier passt scheinbar keine Höhle, die ich hier offen habe. Es kann sein, dass sie irgendwo drin versteckt ist, in einer anderen Hülle. Also bleibt mir nichts anderes übrig. Da weiß ich wahrscheinlich, welche Box es ist. Das heißt, das machen wir einfach mal auf. Komm, ich werde auch nicht alles hier gleich vor Kamera öffnen, denn das wiederholt sich natürlich mehrfach. Deswegen wollen wir mal ein Beispiel nehmen. Er hat das wunderbar noch extra verpackt. Also das ist wie Weihnachten, Geschenke auspacken. Aber so sind die Höhlen dann wunderbar geschützt. Ja, hier drin sind welche und ich vermute mal, dass das auch hier mit drin ist. Hier ist eine größere Hülle. Na komm, reißen wir auf. Ja, hier seht ihr, sind noch Höhlen drin von kleineren Sachen. So wie diese Sachen jetzt hier geschützt sind, so ist natürlich auch das Spielzeug geschützt. So, welche Seite? Da öffnen wir einfach mal eine Seite. Hier könnt ihr sehen, das ist alles handgefalzt. Am besten, wenn man am Anfang so ein bisschen leicht noch zurückzudrücken, damit ihr auch das sauber aufkriegt, wenn ihr euer Spielzeug hineinpackt. So, das ist Verpackungsmaterial. Verpackungsmaterial. So, hier haben wir eine kleine Hülle. Hier sind noch zwei kleine Hüllen. Und hier, das könnte mit Piranha sein, was ich hier auch hatte. So, das kommt raus. So, hier seht ihr jetzt eine wunderbare Hülle. Sehr, sehr stabil. Ist natürlich jetzt nicht UV geschützt. Das hilft. Das heißt, in die Sonne, pralle Sonne, solltet ihr eure Boxen trotzdem nicht packen, dann bleichen sie leider aus. So, hier rein, was könnte hier reinkommen? Ich habe von 1900, jetzt muss ich aufpassen, dass ich es hier wegkriege, weil ich habe es hier vor alles liegen, meine Sold-Box von Soldzilla. Ihr seht, die Box ist auch leicht angeschädigt, kann man fast sagen. Hier unten. Deswegen fasst das wunderbar, sie in eine großartige Hülle zu packen. Ich habe hier in diesem Fall sie auch vorsichtig bemessen. Und ich versuche sie jetzt hier hinein zu buxieren. Seht, das klappt wunderbar. Vorsichtig, weil wenn man hier hängen bleibt, kann trotzdem natürlich sowas Altes umknicken. Das wollen wir nicht. Soll nicht kaputt gehen. Und ich habe jetzt das Problem, dass sie hier unten dieses Teil, wo was natürlich was hier ist, hier gegenstößt. So, wollen wir hier nach unten. Jetzt vorsichtig auch hier aufpassen, dass ihr nicht bei so einer Box euer Papier beschädigt von der Pappbox und damit das aufkratzt. Das heißt, dass sowas ist immer ein bisschen mit Vorsicht nicht zu genießen, aber das oder seht ihr, das passt wunderbar. Die Box ist von meiner Seite auch natürlich ist etwas aufgequollen gewesen. Hier mache ich das ein bisschen anknicken nochmal, damit das auch sauber drauf liegt. Und hier knicke ich es auch nochmal vorsichtig runter. Und dann würde ich diese Box sehr, sehr vorsichtig. Hier muss ich wirklich aufpassen. Hier oben ist meine Box ein bisschen beschädigt. Jetzt versuche ich die runterzubekommen. Die hat so eine kleine Wellung drin, die auch nicht wirklich weggeht gerade. Die ist unter Spannung. Daran liegt es wahrscheinlich. Aber ich muss jetzt hier sehr, sehr vorsichtig. Ist gar nicht so einfach, weil sie hier oben beschädigt ist. So ein bisschen. Das ist jetzt Fingerspitzengefühl. Und ihr werdet sehen, das ist. Mir natürlich die beste Box zuerst rausgesucht. Ja, jetzt ist sie drin. So. Wunderbar. Ich knicke hier vorsichtig nochmal mit Hand so ein bisschen diese Ecke nach, wenn man sie geöffnet hat. So, wie sieht das denn aus?
Die Box selbst ist von 84, zwischen 84 und 87 rausgekommen. Hatte schon ein bisschen Sonnenbleiche, jetzt ist sie aber top geschützt. Besser geht es nicht. Der Seuzer, die Figur selbst ist nicht drin, die werde ich dann noch reinpacken, vorsichtig, damit ich sie besser so auch lagern kann. Deswegen einmal muss ich das noch aufmachen. Aber wunderbar, nicht? Das sieht doch klasse aus. Und das mache ich natürlich mit vielen Sachen, mit den Games. Ihr habt ja gesehen, ich habe jetzt hier ein paar kleine. Hier ist wäre jetzt der Piranha. Aber ich habe hier, glaube ich, um euch mal zu zeigen, dass es auch mit Games eben halt geht. Ich habe hier zum Beispiel meinen Transformers für die PlayStation 2. Das müsste diese Hülle sein. Die mache ich jetzt auch mal auf. So. Und ihr seht, das sieht schon sehr, sehr gut aus. Geht es denn auf? Und ihr könnt natürlich sehen, am besten ist es, dass ihr euch natürlich auch bewusst seid, hier gibt es eine Klebekante, wie ihr das reinpackt in diese Box. So, auch hier noch einmal kurz ein bisschen zurückknicken. Das ist gar nicht so schlecht, wenn man das noch mal ein bisschen macht. So. Die ist auch sehr empfindlich gewesen, diese Special Edition, deswegen passte mir das ganz gut, sie in eine wunderbare Hülle zu packen. So, und das geht hier wunderbar unten rein, oben umgeknickt, auch hier wieder schön anknicken. Ich mach das auf meinem Schoß, das sieht doof aus vor der Kamera, aber das wird jetzt hier hinein. Na komm. Wie gesagt, ein bisschen basteln ist es immer. Und jetzt ist es wunderbar geschützt. Auch stabiler, weil diese Box wirklich sehr, sehr weich war. Und so kann ich mir sie jetzt hinstellen. Klar, wenn ich das Spiel spielen will, muss ich wieder aufmachen. Aber es lässt sich auch wunderbar öffnen, wenn ihr möchtet. Ja, ich werde jetzt nicht alles einzeln aufmachen, was ich hier habe. Also jetzt vor der Kamera, sondern ich zeige euch das hinterher. Also. Ich habe euch gezeigt, wie es funktioniert, was der Manuel sozusagen macht. Das andere Video, was ich verlinkt habe, das zeigt das noch ein bisschen ausführlicher. Deswegen wollte ich jetzt hier nicht nochmal ganz und gar ins Einzelne gehen. Wenn ihr wunderbare Schätze habt, die ihr noch wirklich besser schützen wollt, sei es in Games, im Toys-Bereich, weiß ich nicht, er könnte sogar wahrscheinlich euer Auto einpacken, wenn er wollt. Der Manuel von Sammlerschutzhüllen.de, hier zeige ich es euch nochmal, der macht diese Hüllen in Handarbeit und ich sagte euch ja, wie es abgemessen wird. Er entscheidet entsprechend, wenn er ein Foto zum Beispiel sieht, ob eben halt die Hülle oben an der Seite ist, wie die Klebekante, wie er es am besten zusammenbauen kann. Natürlich darf man nicht vergessen, umso größer diese Boxen sind, manchmal muss man die natürlich auf, nicht nur aus einer Folie, sondern aus zwei zusammensetzen. Aber er ist ein absoluter Profi. Fragt ihn, sprecht mit ihm, wenn ihr nicht sicher seid, wenn ihr Fragen habt, weil eure Verpackung ein bisschen anders ist. Er hat so schon einige Sondersachen angefertigt, nicht nur viereckige Boxen. Und ja, er scheut keine Herausforderung. Was kostet dieses? Das ist ja das, was ich meinte. Wie schützt ihr das? Es ist nicht, dass es 99 Cent kostet und ja, damit seid ihr dann durch. Die Arbeit kostet ein bisschen was, aber auch nicht viel. Und im Verhältnis zu dem, was das hält, großartig. So eine kleine Hülle kann zwischen 8 und 10 Euro kosten. Sowas kostet um die 20, vielleicht 25 Euro, diese größeren. Das war es aber auch. Entsprechend größer kosten die, haben auch entsprechend die Preise, weil es ist ja Material und Arbeit. Zusätzlich natürlich Versandkosten, der schickt das euch zu. Es ist eine wunderbare Sache, es schützt und ich habe schon viel zu viel geredet. Jetzt baue ich die alle mal zusammen, so gut ich kann, und dann seht ihr gleich das fertige Ergebnis. So, da seht ihr das Ergebnis. Wunderbare Schätze sind eingepackt in wunderbare Plastikhüllen. Und ihr seht auch schon die Vielseitigkeit hierbei. Eine wunderbare
von 2001, eine Encore Edition von meinem Metroplex. Wunderbar jetzt geschützt, alles top, kann man auch sehen. Der Zeus von 1984, 85 ist jetzt auch herrlich geschützt. Die kleinen Zeus selbst, die ihr seht hier, mit der Backcard. Hier musste ich aber eine Kleinigkeit verändern. Ich musste mir hier einen Teil dieser Querecken abschneiden, damit die Backcard vernünftig hielt, weil das ist doch schon sehr eng gebaut gewesen. Natürlich jetzt nicht geplant gewesen, weil ich habe diese Ecken benutzt, um die Karte so ein bisschen nach hinten zu drücken. Deswegen musste ich mir einen Teil rausnehmen, weil die Karte auch sehr dick ist vom Karton. Ihr könnt das sehen. Manchmal muss man ein bisschen improvisieren. Die Figur ist da drin, deswegen ist es auch nicht ganz geschlossen. Aber da gehe ich eh nochmal bei, weil ich sie nochmal ein bisschen sauber machen möchte, die Boxen. Die habe ich jetzt für euch hier hauptsächlich reingetan. Mein Piranha steht jetzt hier wunderbar. PC-Boxen, spezielle Editions wie jetzt Privateer 2, The Darkening oder Amiga Shadow of the Beast 2 machen sich jetzt wunderbar und alles, die sind ja auch schon über viele Jahre alt, deswegen können die so jetzt wunderbar im Regal stehen und noch viele Jahre besser ertragen. Ja, aber auch aktuelle Sachen. Ich habe jetzt hier Xenoblade 2 von Nintendo in der Switch wunderbar geschützt. Diese Special Editions, ich habe auch den, ihr seht, das Papier ist im Hintergrund, so macht es sich auch nicht schlecht. Gleiches gilt für Metroid Dread, die Special Edition, die ich jetzt hier habe, auch wunderbar. Die hatte zwar eine Plastikschutzummantelung, aber die ja, ist nicht vollkommen geschützt, so wie das hier. Das ist noch eine richtig tolle, stabile Box und so hält sich das dann selbst ja, wesentlich besser. Und auch die Astral Chain Box, jetzt fällt mir die Karte von Manuel runter, die macht sich auch wunderbar. Ein Tipp noch bei PC-Boxen und Co. und bei Spielzeug, wo ihr vielleicht lose was hineintut, stopft die Boxen, wenn sie länger so bleiben sollen, auch ein bisschen aus. Also wenn da CDs oder so drin sind, Handbücher, die klappern könnten, stopft das so ein bisschen mit Dämpfen, mit Luftpolsterfolie aus, damit das ein bisschen stabiler aussieht. Ja, das ist es eigentlich auch schon gewesen für dieses Video. Ja, ich wollte eigentlich nur zeigen, wie wichtig Sammlerschutzhüllen für Sammler sein können. Und die kriegt ihr, jetzt muss ich es aufheben, bei Manuel, der macht es wunderbar, sammlerschutzhüllen.de, geht auf die Seite und ja, da könnt ihr dann solche Hüllen ordern. Wunderbar. Für diese Special Editions, ein Sammler sollte sich ja doch darum bemühen. Man vergisst es viel zu oft, aber es macht sich wunderbar und sie können jetzt noch ja auch vielleicht sogar besser platziert werden, weil sie stabiler einfach auch sind. Klar, nicht. Es ist eine andere Art und ja, mir fällt mir jetzt dazu nicht ein. Also hinterlasst ein Abo, da freue ich mich drüber. Ein Like, wenn euch dieses Video gefallen hat. Teilt es von mir aus auch. Es ist ein wunderbares Thema, Sammlerschutzhüllen. Ja, und ihr seht hier ein paar meiner Schätze. Wenn ihr wollt, dass ich vielleicht noch mal irgendwas genauer betrachte oder was auch immer, beziehungsweise ich habe manche Sachen ja schon in meinen Pickup-Videos vorgestellt, ja, dann schreibt es in die Kommentare. Darüber freue ich mich sehr. Ansonsten verbleibe ich. Bis zum nächsten Mal.